Ja, da bin ich auch schon wieder. Ja, das ist immer so kacke hier von Mechanismen. Mit die ganzen Tanks, alle, wie gesagt, das leckt immer wie Huppertz. Das ist Käse. Mal gucken, ob ich die irgendwie disablen kann. So, und zwar habe ich jetzt nämlich rausgefunden, und zwar brauchen wir ja den Robit. Robit war das genau. Bauen wir mal unseren Robit. Was ist denn das? Reinforced Obsidian Ingot. Wow. Okay, interessant. Sehr interessant. Wow. Naja, wir haben ja wenigstens schon mal etwas. So, okay, dann machen wir mal kurz die wieder. Die kriegen wir sogar hin. Cool. Dann brauchen wir den da. Und zwar brauchen wir dafür Refined Obsidian Dust. Zwar machst du den mit Obsidian Dust und Obsidian. Diamant und. Boah. Ja. Diamant. Dust und Obsidian Dust brauchen wir. Nein. Na, dein Ernst? Robit. Und zwar machen wir das dann mit dem Dust und dem Ding. Dafür brauchen wir erstmal das Ding. Und dafür brauchen wir nochmal Diamant und Enriched Alloy. Holy moly. Enriched. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt neu. Ich habe jetzt gerade sowieso Zeit. Nehme ich gleich ein bisschen mehr auf. Also den bauen wir noch und den Pulverizer war hier. Machen wir hier eben. Machen wir eben hier. Den da. Pulverisiere mir das mal. Den da auch. Danke. So, kannst du wieder outputten? Nein. Da. Ich hoffe, das geht mit dem jetzt. Müsste aber. Ja, funktioniert. So, jetzt haben wir das. Und jetzt müssten wir den darin und den da. Und dann haben wir das Ding. Wunderschön. So, Robit. Wie sieht's aus? Jo, sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt brauchen wir noch das Ding hier. Na, jetzt brauchst du hier unten natürlich Stahl. Na toll. Da haben wir keinen mehr von. Dann machen wir die bitte erst. Osmium-Kompressor, dein Ernst? Refined. Och nö, ey. Brauchen wir nochmal zwei Diamanten. Und den Obsidian Dust. Dann müssen wir das eben nochmal kurz machen hier. Machen wir nochmal die Kleinen. Zack, zack. Den Kompressor hatte ich ja glaube ich noch nicht, ne? Ja. Vom Mechanismus hatte ich ja so noch nicht weiter. Nur die Maschinen da hinten. Die Factories. Robit. Und zwar Refined, ja, dafür brauchst du den Osmium-Kompressor. Osmium-Kompressor. Da ist er. Wow, wir haben ja fast ein bisschen was. Dein Ernst? Ja, okay, wir haben keinen Stahl. Nein. Die kommen da hin. Osmium-Kompressor. Nein, zurück. Dafür brauche ich die da. Und dazu fehlt mir das Stahl jetzt. Refined Iron kriegt man wie her. Steel Ore.
Ja, ne? Stil haben wir so nicht mehr. Gut, dann gucken wir mal nach Refined Iron. Wie kriegen wir das denn her? Induction-Smelter aus Eisen und Kohle. Das ist interessant. Iron. Na komm her. Moment, wie war das? Verhältnis. Zwei Kohle in Eisen. Ja, Kohlepulver. Kohle. Da haben wir. Mach mal ein Stack von. Dann machen wir das nämlich so. Na gut, das dauert jetzt einen Moment. Aber für den Kompressor reicht das erstmal. So, eins, zwei. Na, komm her. Vier. Na, das dauert ganz schön lange. So, der andere macht jetzt hier, nicht? Ja. Funktioniert alles soweit. So, da haben wir eben, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das waren das. Ach ja. So, da haben wir die. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse oder ob ich doch das andere Ding baue. Mal gucken. Jedenfalls haben wir jetzt das Steel Casing. Osmium Kompressor. Dann können wir den nämlich schnell bauen. So, haben wir den. Dann brauche ich dafür jetzt nochmal Osmium. Haben wir ja ein bisschen was. Ja, keine Ahnung, wie viel man braucht. Gucken. Strömlinge hat er. Das Ding hört sich ja komisch an. Lol, dein Ernst, das reicht jetzt nicht. Ist ja nicht mehr feierlich. Junge, 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 Junge. So, das kann wieder weg. Wie viel Kohle haben wir noch? Kohle. Jo, 60 haben wir. Passt. Dann kann der dann nämlich das hier alles durchbrutzeln. Und ja, hier mach mal. Wow, hat es ja voll gebracht. Zwei, wegen zwei. Ach ja, Robit. Was fehlt jetzt oben schon wieder? Ach ja, das Stil. Okay. Dann brauchen wir halt, wie gesagt, noch das Ding hier. Da brauchen wir nochmal komplett 5, 6 Stahl brauchen wir. 3 haben wir schon mal. Den Robot bauen wir noch schnell. Ach ja, da muss er. So, stimmt, genau. Da haben wir noch einen. Komm, mach hin. So, da haben wir das. Na. Engine aus. So, jetzt haben wir das Ding. Electric Chest. Und jetzt sollten wir den Robot auch gleich hinkriegen. Was fehlt denn da unten wieder? Hat er die jetzt da nicht drin gezogen? Warum zieht der da nicht drin? Ele. Ach, so. So, komm her. So, da ist unser Robit. Das Problem an Robi ist, den kann man jetzt so nicht hinstellen. Dafür brauchen wir erst noch den Charger, dass er dann quasi da chargen kann. Charger. Nein, hier ist er nicht bei. Die Sache ist halt, ich versuche so möglichst zu umgehen mit Mechanismen eingeben. Da ist er. Charge Pad, genau, das war es gewesen. Ich versuche das möglichst zu umgehen, weil wie gesagt, das leckt halt des Todes. Da kann man noch so einen guten PC haben. Ich werde zum nächsten Mal gucken, dass ich.
Steel Ingot. Ja, dass ich das ausschalte oder so. Dann werde ich mir da gleich mal ransetzen und gucken. Die ganzen Tanks und dann geht's auch. So, da haben wir unser Charge Pad. Das bauen wir jetzt einfach mal ganz provokant hier drunter. Können wir nicht mal. Dein Ernst? Ja, überall liegen die Kabel rum. Ich geh mal das hier hinbauen. Oh, hier sieht's gut aus. Mehr oder weniger. Problem ist, davon haben wir keine Kabel mehr. Haben wir noch? Nein, haben wir nicht. Vibrant Alloy. Mach mal eben. So, können wir da nämlich schon mal unser Charge Pad drauf ballern. Und unseren Robi. Zack. Robi. Cool, haben wir unseren Robi. So, da haben wir noch ein paar Kabel. Zack, weg damit dir. Gott, da muss ich ja. Ah, muss ich doch gar nicht. Kann es ja so connecten hier. Wunderschön. Chargepad ist voll. Das kann alles weg. Das da wieder rein. Lobby. Cool. Das Schöne ist jetzt: Teleport back home. Teleport Truck Pickup. Der hebt dann alles auf, was drum liegt. Kannst du nach Hause porten und kannst halt Rename machen. Robi. Nennen wir den einfach mal Robi. Ne, nicht Ribo. Robi. So. Robi. Hier ist halt zu Hause, hier ist Follow-Modus. Hier kannst du halt, kann man halt schön craften, immer wenn man dabei hat. Hier hat dann eine Chest dabei, hier kann man brennen und. Ne? Und zack, wenn wir jetzt losrennen, kommt da immer schön hinterher unser Robi. Nicht wahr, Robi? Ist halt schon mega cool, aber. Ich weiß nicht, ob das hier so gut ist. Ich weiß gar nicht, ob der schwimmen kann. War Robi? Ich weiß gar nicht, warum er nur ein halbes Herz hat. Was ist denn los mit dir, Kleiner? Kleiner Robi, geh mal nach Hause. Zack, weg ist er wieder. Ja, ein kleines Tool, ist ganz cool, ganz witzig. Lol. Hat ja fast geklappt. Hier haben wir jetzt natürlich nichts mehr drin, nicht? Ja, war mir klar. Ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt hier erstmal ausmachen an der Stelle. Werde mir hier noch mal eine Weile daneben stellen. Dass wir ein paar Nether Cubes kriegen und so weiter. Beziehungsweise ein paar Heads, also ein paar Wither-Skelettköpfe. Hier, wie gesagt, muss ich den auch nochmal gucken, wie ich den Rand ausbauen werde. Ja, werde ich den sehen. Und was wir dann hier drinnen bauen, ob ich das mache mit die Farm hier drinnen oder nicht, oder mal gucken. Ja. So, an sich hatte ich aber jetzt eigentlich erstmal nicht mehr weiter. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht eventuell noch machen werde, ist halt, wie gesagt, da erstmal daneben hinstellen eine Weile, dass der da ein bisschen farmt. Vielleicht sogar mit Torcherino, mal gucken. Und dann werde ich mal hier das Haus weiterbauen, dass wir das mal fertig kriegen. Also zumindest den Grundriss, so wie das jetzt hier ist, erweitern und dann Dach und so alles und ja, ne? Haben wir eigentlich noch Glas? Glas brauchen wir ja auch. Wow, 5 Glas, nice. Mach mal 400. Sand. Ja, gut, das macht er jetzt auch automatisch, aber ist egal. Brennt er jetzt betet. Na, lass mir runter. Muss ich danach dann nochmal vorbereiten alles? Naja, egal. Jo, gut, dann haben wir das soweit alles erklärt. Dann hoffe ich, das hat euch gefallen, auch wenn ein bisschen Durcheinander drin war, aber. Naja, so ist es halt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.